Verteidigungsministerin Lambrecht hat sich nach russischen Regierungsäußerungen über Szenarien mit einer radioaktiven, schmutzigen Bombe in der Ukraine tief besorgt gezeigt. Der Westen müsse geschlossen zum Ausdruck bringen, dass jeder Einsatz derartiger Nuklearwaffen ein Überschreiten von roten Linien wäre, sagte sie bei einem Besuch der KSK in Kalf. Unterdessen wird aus der Opposition auch Kritik an dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr laut. Isabel Finze mit den Einzelheiten. Sie befreien Geiseln im Ausland oder führen streng geheime Antiterroroperationen durch. Die Verteidigungsministerin zu Besuch bei Deutschlands Elitesoldaten in Kalf, dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Ausgebildet werden hier nicht nur zwei, sondern auch Vierbeiner. Ein paar Streicheleinheiten, doch schon holt die Ministerin der Krieg mitten in Europa ein. Wieder gibt es neue Atomdrohungen aus Russland. Wir müssen jede Drohung mit Nuklearwaffen müssen wir ernst nehmen und die nehmen wir auch sehr ernst. Und deswegen kann ich nur sagen, sowas nicht als Bluff abtun, aber sich dadurch eben auch nicht lähmen lassen in der Unterstützung. Und nein, es wird keine Auswirkungen haben auf unsere Unterstützung für die Ukraine. Ernst nehmen heißt aber auch die Bundeswehr stärken. Fast 8 Monate ist es her, dass der Kanzler das 100 Milliarden Sondervermögen für Deutschlands Truppe versprochen hat. Etwa neue F-35 Kampfjets oder Chinook Transporthubschrauber. Doch die Opposition ist nicht zufrieden. Ihr ist viel zu viel unklar. Was genau soll mit dem Rest der Milliarden geschehen? Und warum dauert das Aufrüsten so lange? Es wird bekannt aus der Industrie, dass Deutschland keine Aufträge gestellt hat, im Gegensatz zu anderen Nationen. Dies führt dazu, dass wir in einen Rückstau kommen. Die Ampel verschleppt dieses offensichtlich. Zugestimmt hat der Bundestag dem Milliardenpaket bereits, aber was genau darin steckt, da wird die Verteidigungsministerin noch liefern müssen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.